Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Heute am 5. August haben wir hier im Studio den Till von dem YouTube-Kanal Till und sein Vlog. Unbedingt nach der Sendung mal rüber gucken beim Till. Und ich bin der Sashi und wir erzählen heute, wer am 5. August Geburtstag hat. Und Geburtstag hat die Helene Fischer. Ja. Kannst du die leiden? Nein. Bravo. Dann gehen wir, gleich zum nächsten Thema über. Ja. Das ist ein Thema, es hat mich in der Vorbereitung auf diese Sendung quasi schon innerlich zerrissen und ich habe mich gefreut über dieses Thema. Warum? Und dass es genau an diesem Tag ist. Warum? 1960 war es. Ja, erzähl weiter. Obervolta. Obervolta. Das übrigens seit 1984 Burkina Faso heißt. Ja. Wird endlich unabhängig von Frankreich. Das war am 5. August. Richtig. So. Knaller. Und kennst du die Hauptstadt von Obervolta? Nein. Oder von Burkina Faso? Nein. Ja. Damit habe ich nämlich immer voll angeben können, weil es ist voll das schwere Wort. Ja? Und es heißt Ouagadougou. Kennt keine Sau. Aber wenn du sagen willst, hier, pass mal auf, was ist denn hier die Hauptstadt von Obervolta oder Burkina Faso? Und alle, das weiß keiner. Dann sagst du immer Ouagadougou. Und da kommst du in der Theke, kommst du richtig gut an. Ne? Wenn du einmal an der Theke einer angetrunkenen Frau gesagt hast, wie die Hauptstadt von Burkina Faso Ouagadougou ist, da hast du es geschafft. Ja. Da hast du es so gut wie in der Kiste, sage ich dir nur so. Habe ich mehrfach schon ausprobiert. Ja. Aber am 5. August ist auch der kroatische Gedenktag, Gedenktag des Sieges der heimatlichen Dankbarkeit, so heißt das dort. Mhm. Und da war nämlich die Operation Oluja. Operacija Oluja heißt das, ja. Und das heißt, Oluja heißt sowas wie Sturm. Und da haben nämlich die kroatische Armee und Polizeieinheiten im Sommer 1995 innerhalb von 84 Stunden, einen Hauptteil der 1991 entstandenen Republik Serbische Karanja oder sowas erobert und die zuvor ein Drittel von Kroatien kontrolliert hatten. Das heißt also, die Kroaten haben sich das wieder zurückgeholt in diesem Militärschlag. Und damit war der Kroatienkrieg aber auch beendet. Und das ist passiert dann sozusagen am 5. August ist das beendet worden. Deswegen ist am 5. August auch Gedenktag in Kroatien. Heute. Wow. Ja, muss man ja mal drüber gesprochen haben. Also ich finde, ich habe heute die wesentlich geileren Themen. Denn auch am 5. August, und zwar 1955... Wieso hast du die geileren Themen? Weil es so ist. Hm, was war denn da? Ja, jetzt pass auf. Irgendwas mit dem Käfer. Genau. Der 1.000.000. Käfer ist vom Band gelaufen. Der 1.000.000. Käfer, also insgesamt. War das in Deutschland oder in Mexiko? Weißt du nicht. 55 war noch Deutschland. Also 55 war noch Deutschland, hast du recht. Ja. Ja. Okay, der 1.000.000. Käfer. Bist du schon mal Käfer gefahren? Ja, als Kind, hinten. Also deine Eltern hatten einen Käfer? Nein, meine Tante. Ja, ich war mal so kurz davor, einen Käfer zu kaufen für 500 Mark. Aber der war dann so durchgerostet, dass ich gesagt habe, nee, doch nicht. Ja. Aber den bin ich schon mal gefahren. Ansonsten bin ich nie Käfer gefahren. Nee, ich bin nur mitgefahren. Ja, ich bin den selbst gefahren mal. Aber mein Vater hat mal einen zu Schrott gefahren, aber da war ich noch als Quark im Schaufenster. Ja, wahrscheinlich betrunken, nehme ich mal an. Das weiß ich jetzt nicht. Muss ich ihn fragen. Warte. Heute am 5. August haben wir gelernt, der 1.000.000. Käfer ging 1955 vom Band. Die Operation Oluja heißt das, glaube ich, ja. Gedenktag in Kroatien. Dein Geburtstagskind? Mein Geburtstagskind ist die Fischer. Und das Top-Thema des Tages war, Obervolta ist endlich unabhängig von Frankreich. In diesem Sinne. Ouagadougou, sage ich nur. Cheerio, Miss Sophie.